Ihr Lieben, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir mit Corona in Kontakt kommen. Und wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Und wenn nicht mit Covid-19, dann mit irgendeinem anderen gefährlichen Virus aus der Familie Corona oder aus der Familie Influenza. Aber früher oder später werden wir mit einem Virus in Kontakt kommen. Ob dieser Virus uns dann überhaupt schadet, und wenn ja, dann in welchem Umfang? Das entscheidet sich in unserem Immunsystem. Ist unser Immunsystem schwach, kann ein und derselbe Virus tödlich sein. Aber erfreulicherweise, und das dürfen wir uns wirklich bewusst machen, bei allem, was gerade draußen passiert, die meisten Menschen haben ein relativ starkes Immunsystem und merken nicht einmal, dass sie Covid-19 haben, beziehungsweise haben leichte Symptome einer Erkältung oder Grippe und geriefen das dann genau so aus. Es entscheidet sich also im Immunsystem. Und leider muss ich feststellen, dass wir draußen in den öffentlichen Medien fast gar nichts dazu hören. Hab mich sehr gefreut, letzte Woche, das war auch für mich sehr motivierend, war bei uns im Radio Doc Esser, der Name ist da Programm, sehr schön, wurde gefragt, was können wir denn übers Wochenende tun? Und er hat sehr treffend mal geäußert, wir sollen schauen, dass wir ein starkes Immunsystem behalten. Wir sollen uns bewegen, wir sollen Sport machen und wir sollen uns gut ernähren. Fantastisch. Ich möchte nicht sagen, so einfach ist es auch schon. Aber das ist es. Und insofern möchte ich mich jetzt auch nochmal vorstellen. Roland Jenschura. Und ich habe eben genau das studiert. Bin Ernährungswissenschaftler. Und seit guten 20 Jahren jetzt, ich darf sagen, in der Welt unterwegs. Gebe unwahrscheinlich viele Vorträge. Meistens in Fitnessstudios. Aber jetzt kürzlich auch noch für eine Apotheke. Ja, und da geht es immer um das Thema Säurebasen. Haushalt und im übergeordneten Sinne um Gesundheit, Immunsystem spielt immer damit eine Rolle, weil alles trifft sich im Säurebasenhaushalt. Und heute bin ich nicht alleine. Heute ist meine liebe Frau mit dabei, die Ute. Ja, hallo, ich grüße Sie. Ich finde es auch toll, heute mit dabei zu sein. Habe als Heilpraktikerin und Ernährungswissenschaftlerin auch viel zu dem Thema Stärkung des Immunsystems zu sagen, wo du ja praktisch viel mit den Sportlern, mit den Gesunden zu tun hast. Ich bin oft mit den Kranken zusammen, weil sie zu mir in die Beratung kommen. Und da erlebe ich eben viel an Leid, an Dingen, die nicht mehr gut laufen, weil man vielleicht lange sich auch nicht gut ernährt hat, sich nicht gut bewegt hat. Und deswegen liegt es mir auch sehr am Herzen, hier heute meinen Beitrag zu leisten zu diesem wichtigen Thema. Generell können wir halt einfach sagen, wir essen heute zu süß, zu salzig, zu viel Weißmehl. Wir gehen zu häufig in die Fastfood-Restaurants. Das heißt, der Körper gerät aus der Säure-Basen-Balance, die ja einfach für unsere Gesundheit immens wichtig ist. Und auf der anderen Seite fehlen uns die wichtigen Vital- und Ballaststoffe. Die brauchen wir und die haben wir einfach zu wenig auf dem Teller. Das heißt, es gibt zu viel leere Kalorien und wir verhungern praktisch am vollen Tisch. Das muss man sich auch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Wir tanken tagtäglich falsch, würden wir mit unserem Auto nie machen, ja, aber wir Menschen tun das. Und daher haben wir auch immer mehr Erkrankungen und leider Gottes fangen die auch immer früher an. Ja. Heutzutage laufen schon Kinder mit Übergewicht, mit Diabetes, die sind ständig müde, die haben Fehlzeiten ohne Ende. Und all das hängt natürlich auch mit unserem Immunsystem zusammen. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Ja, wir sind schon mittendrin. Mensch, du, meine Frau, also jetzt live und wie sie lebt. Aber mal so ein bisschen Schritt für Schritt, dass es wirklich bewusst wird, was da heute passiert. Weil einerseits ist das, was du erzählt hast, das passiert ja fast das ganze Jahr über. Allerdings mit leichten Unterschieden und so. Und das merken wir dann auch im Immunsystem, weil es ist auffällig und reine Statistik, dass uns
der Grippevirus, ich sag's mal ganz allgemein, egal wie der im Detail heißt, dass uns die Grippe erwischt uns. Insbesondere im Frühjahr. Weil offensichtlich ist genau da unser Immunsystem sehr schwach. Und abgesehen davon, dass wir uns da nicht gut ernähren, ist über das ganze Jahr nicht mehr so gut ernähren. Deswegen erreicht es auch schon mal Jüngere, der Virus, weil auch da schon das Immunsystem am Boden ist. Aber ist schon spannend, Mensch, über den Winter, was fehlt uns denn da? Beziehungsweise, ja, wenn ich jetzt so denke, wenn ich jetzt selber so dran denke und auf meinen Vorträgen frage ich dann auch immer so rein, und gerade so um die Weihnachtszeit, da dürfen wir uns schon alle bewusst machen, da geht es uns richtig gut. Ich möchte nicht sagen, da jagt eine Weihnachtsfeier die nächste, mal abgesehen von der Weihnachtsfeier überhaupt. Dann schaffen wir es irgendwie noch bis Silvester, wo die nächste Riesenparty stattfindet. Und ja, wenn wir da jetzt wirklich aber dann auch mal gucken, so gerade im Winter, da ist es jetzt ein bisschen kälter, da haben wir auch mehr Hunger als ja, im Sommer. Und dann, ich frage bei meinen Vorträgen auch immer hinein, ja, wie ist denn so das klassische Frühstück? Oder wenn du jetzt Patienten bei dir in der Praxis hast, was ist denn so das klassische Frühstück? Was so meist auch in Deutschland, also darf jeder, keiner persönlich nehmen, aber über den Durchschnitt mal drüber nachdenken, was wird denn gerne gefrühstückt? Ja, das helle Brötchen mit Marmelade, mit halbem Schokoaufstrich drauf, Salami und so weiter. Ja. Dann noch den süßen Kaffee dazu. Der süße Kaffee dazu, aber gerade mal beim Brötchen, dass das kurz bewusst wird. Diese Brötchen, dieses Weißmehl mit dem Zucker, den du schon erwähnt hast, oder mit der Marmelade, die da oben drauf ist, das nennt man leere Kohlenhydrate. Das gibt es erst seit ein paar Jahrzehnten. Diese leeren Kohlenhydrate, die nennt man deswegen leer, weil da keine Vitamine, keine Mineralstoffe, keine sekundären Pflanzenstoffe, weil da nichts mehr drin ist. Und das ist so das Frühstück. Nur, dass wir uns beim Frühstück schon mal bewusst machen, da kommen Kalorien, ich sage mal bis in die Ersatzkanister, kommen da reichlich Kalorien, keine Vitamine, keine Mineralstoffe, Entschuldigung, nichts fürs Immunsystem. Ja. Da kommt noch Kaffee oben drauf, noch mal ein bisschen Zuckerchen oben rein. Und dann schaffen wir es irgendwie mit dem Zuckerschock und dem ganzen Insulin und so. Aber das ist dann noch ein anderes Thema. Schaffen wir es zur Arbeit und sind dann erstmal hochmotiviert. Ja, und was gibt es dann morgens um 9:30 in Deutschland? Nächste gute Frage: Was gibt es um 9:30 in Deutschland? Wer genug Fernsehen, wer genug Werbung geschaut hat, weiß, da gibt es Knoppers. Ja. Oder, Entschuldigung, wir wollen keinem zu nahe treten, irgendeinen Schokoriegel. Und da bitte auch schon an die nächste Generation denken, die da ganz, ganz viele kriegen den jeden Tag mit in die Schule. Wieder leere Kohlenhydrate, wieder Zucker, wieder Fett und Kalorien bis in die Ersatzkanister. Und das war jetzt gerade mal 9:30. Dazu trinken. Was Süßes. Trinken, ne? Was Süßes. Ja. Säftchen. Ja. Energy. Ja. Irgendwie geht schon, ne? Cola. Ja. Irgendwie sowas, ne? Ja. Also begegnet ihr in der Praxis auch schon mal? Ja. Ja, und dann fällt mir gerade ein, 2018 gab es ja eine Studie, ganz spannend, wenn man in Richtung Immunsystem denkt, Überschrift war, Fast Food macht Entzündung. Oh, jetzt bist du beim Mittagessen. Ja, gut. Jetzt bin ich schon bis zum Mittagessen gekommen. Übergang zum Mittagessen, weil mittags muss das ja auch mal eben schnell gehen, auf gut Deutsch Fast Food. Ja. Und Fast Food? Aber jetzt nicht nur der Burger. Mit Fast Food in dem Sinne, das war eine reißerische Überschrift, aber damit ist gemeint die ganz normale, normal ist aber nicht gut heute, die ganz normale westliche Ernährung mit viel Zucker, schlechten, verarbeiteten Fetten, löst im Körper Entzündungen aus. Das sind Fremdkörper und der Körper reagiert darauf wie auf einen Infekt und das kostet ihn einfach Kraft, das kostet ihn Immunsystem. Ja, das schwächt das Immunsystem. Jetzt mal nur dieses relativ normale Essen, weil wenn nicht gerade irgendwie jetzt der Burger, das Fastfood, denken alle so ein bisschen an den Burger. Aber was begegnet dir sonst so mittags? Oder wenn du jetzt auch in den Firmen, du bist ja auch viel in den Firmen, in der Kantine, dafür haben wir einen Betriebsrat. Ja, was sind denn so die Kantinen-Top 10? Ja, Schnitzel, Pommes, Schnitzel. Bratwurst. Ja? Bratwurst, da geht das was, heißt ja auch nicht, ne? Dass man das nicht mehr essen darf. Aber einfach jeden Tag ist zu viel
leere Kalorien. Das summiert sich. Wir müssen ja auch gucken, dass viele das dann seit 10 Jahren oder seit 20 Jahren so machen. Ja. Und diese Ernährungsgewohnheiten, die machen uns auf Dauer krank, müde, schlapp und schwächen das Immunsystem. Genau, genau. Dass wir uns dieses Mittagessen mal so bewusst machen, das ist vielleicht ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber ganz viele jetzt auch zu Hause, die haben es dann irgendwie eben kurz eilig, schieben sich eine Pizza, wo, Entschuldigung, Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, da ist es jetzt nicht nur, dass dort Kalorien kommen ohne Ende, in einer schlechten Qualität. Oder in der Currywurst noch schön die Phosphorsäure, und also im Sinne von Phosphate. Und daraus entsteht dann die Harnsäure auch noch, also aus der Wurst kommt dann Harnsäure und in dem Schnitzel ist noch die Arachidonsäure und so weiter und so weiter. Das schwächt uns alles. Da kommen reichlich Säuren, Kalorien, aber was nach wie vor Mangelware ist, sind Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, alles das, was unser Immunsystem braucht, was wir über Jahrmillionen gegessen haben, was heute in der Menge, wie wir es brauchen, schlichtweg nicht mehr kommt. Da ist vielleicht ein kleiner Beilagensalat, aber Entschuldigung, das war es dann auch schon, ne? Ja. Irgendwie so, ja, dann war es jetzt mittags. Ja, generell geht es dann auch noch darum, wie esse ich was. Nicht nur was esse ich, sondern wie esse ich es. Ja? Die Leute haben keine Mahlzeiten heute mehr, sondern es wird, wenn der Bäcker kommt, wenn gerade die Freundin vorbeikommt, dann gehen wir mal eben in den Laden rein. Es gibt sowieso viel zu viele Kohlenhydrate, Brot, Brötchen, Burger und so weiter. Und das schlingen wir dann mal nebenbei am Lenkrad. Beim Handy-Daddeln, ja, wird das mal eben reingeschoben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gegessen habe. Wenn ich also Ernährungsprotokolle bei meinen Beratungen haben will, wird es manchmal schwierig, weil die Leute das überhaupt nicht mehr bewusst haben. Ich esse also jeden Tag zu viel schlechte Dinge und das eben auch so, dass es meinen Magen-Darm-Trakt belastet, sodass der Reizdarm, die Verstopfung und generell auch die Unverträglichkeiten vorprogrammiert sind. Das ist eigentlich das, was ich auf Dauer meinem Verdauungstrakt hinterlasse. Ja, wo wir jetzt eigentlich sagen können, können wir mal eine Etage tiefer gehen? Was macht eigentlich dieses Essen mit unserer Verdauung? Ja. Also um das abzurunden, der Tag, den wir gerade mal so aufgezeichnet haben, der geht nachmittags mit Kaffee und Kuchen weiter. Abends kommt gerne nochmal ein Schnitzel, auf jeden Fall gerne so ein Portionchen Fleisch und so weiter und so weiter. Und die ganzen Vitamine und so, da hat man vielleicht noch an Apple a Day. Aber Herrschaften, das ist zu wenig. Ja? Und das Feierabendbier und, vor dem Fernseher mit der Chipstüte. Alkohol, Entschuldigung. So ein Gläschen in Ehren ist nicht das Thema, aber manchmal ist dann doch wieder die ganze Flasche weg. Und es läppert sich halt. Und hier noch ein bisschen Schoki, da noch die Knabbereien, was du sagtest, zu salzig, zu süß, zu viel Zucker und all diese Dinge zusammen. Das ist der Tag. Und das kennt auch, du hast gerade gesagt, wir gehen mal eine Etage tiefer und da treffen wir auf den Großteil von unserem Immunsystem, gehen wir mal in den Darm, der diese Ernährung ja gar nicht kennt. Und das ist so ein bisschen dein Spezialgebiet, weil da darfst du die ganze Zeit sanieren. Genau, Darmsanierung ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Generell auch da einfach sich zu überlegen, der Darm ist ja nicht nur ein Verdauungsorgan, sondern 80% des Immunsystems hat ja dort seinen Sitz. 80%? Der Darm hat ja eine riesengroße Fläche, 400 Quadratmeter. Das bedeutet, es ist die größte Kontaktfläche zur Außenwelt. Ja, das schafft nichts anderes an Organen in unserem Körper. Ja, die Lunge hat auch eine große Fläche, die Haut auch. Aber der Darm ist die größte Fläche. Und wenn wir uns mal den Aufbau des Darms angucken, dann ist erstmal spannend, ein gesunder Darm hat normalerweise eine, sag ich mal, wie Schutzschicht aus guten Darmbakterien oben auf unserer Resorptionsfläche aufgelagert. Mhm. Die schützt uns praktisch, die ernährt ja auch unsere Darmschleimhaut. Dann kann auch die Resorption der Nährstoffe ins Blut wunderbar erfolgen, wenn das gesund ist. Dann haben wir aber auch noch das assoziierte Immunsystem, ja, was dort seinen Sitz hat. Das ist praktisch unser Trainingslager und dort wird zum Beispiel das sekretorische IgA gebildet.
Das macht sich von dort auf den Weg zu anderen Schleimhäuten, zu der Nasenschleimhaut, mhm. Mund-, Augenschleimhaut und so weiter. Und da kann man zum Beispiel im Stuhlbefund auch sehen, ja, wie unsere Mikrobiota aufgebaut ist. Ist die Darmvielfalt noch da? Ist ein Leaky Gut-Syndrom da? Ist das Immunsystem praktisch nicht mehr in Ordnung, ja, weil zu wenig Antikörper gebildet werden? Und das kann ich erkennen, und es ist wichtig, dass wir eine große Anzahl an Bifidolactobacillen und anderen guten Darmkeimen haben. Und die machen wir uns mal schnell zunichte. Worüber kann das passieren? Ja, zunichte ist jetzt gleich, hart. Aber ich weiß, also ich kenne die Begriffe. Ich weiß jetzt nicht, wie Ihnen das geht, aber nur, dass wir uns bewusst machen, in unserem Darm wird nicht nur einfach verdaut. Ja, beziehungsweise zur Verdauung brauchen wir diese Darmflora, dieses Mikrobiom. Da haben wir in unserem Darm mehr Zellen, sage ich jetzt mal, nur im Darm, als wir überhaupt in unserem ganzen Körper haben. Nur weil viele so sagen, ja, muss alles steril, muss alles sauber, muss alles hier. Wenn sie da drinnen steril sind, dann sind sie ganz schnell tot. Ja, also es ist ein bisschen spitz gesagt, aber wir sagen, wir brauchen hier eine Darmflora, die bekommen wir mit unserer natürlichen Geburt, dann wird die über die Muttermilch jahrelang hochgepflegt, dann wird die Ernährung langsam aufgebaut. Ja? So war das über Jahrmillionen. Heute rutschen jetzt die Kinderchen ziemlich schnell ab in Richtung Zucker und Süßigkeiten und einfache Kohlenhydrate. Und dann verschiebt sich im ersten Schritt mal unsere Darmflora. In welche Richtung? Ja, dass die Darmflora halt nicht mehr in Ordnung ist. Dass sie diese Schutzschicht, die wird abgetragen. Und darüber ist der Darm nicht mehr so funktionstüchtig. Dann nehmen wir eben auch, sag ich mal, Antibiotikum schadet unserer Darmflora, Stress, da wird das jetzt, schnelle Essen. Das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Und so weiter. Warte. Ich frage abends immer rum, Entschuldigung. Ich frage abends immer rum, wie viele Herrschaften schon mal Antibiotika genommen haben. Und da bin ich ganz schnell beim Drittel bis zur Hälfte. Und aller Teilnehmer, die schon mal Antibiotika genommen haben. Und nicht einmal, sondern im letzten Jahr mindestens dreimal. Dann wird es nämlich noch dramatischer. Und dann ist ich sag mal, die Pilze überleben, aber die Bakterien, die gute 90% unserer Darmflora ausmachen und wichtig sind für die Ausbildung von unserem Immunsystem, die sind dann mehr oder weniger weg. Mehr oder weniger sind die weg. Von daher vielleicht an dieser Stelle, den Tipp gebe ich immer in der Praxis weiter, wenn ein Antibiotikum genommen wird, und das ist unausweichlich, dazu auch ein Probiotikum nehmen. Da gibt es spezielle hochdosierte Probiotikas, die man in der Apotheke kaufen kann oder im Reformhaus. Einfach anzuwenden. Die sind speziell auf diese Situation ausgerichtet. Und damit halte ich mein Immunsystem auch auf Dauer, sag ich mal, in einem bestimmten Level, wo ich sonst ein Jahr lang vielleicht brauche, um irgendwie meine Darmflora wieder in Ordnung zu kriegen. Und was dann natürlich wichtig ist, wenn ich so ein Probiotikum nehme, die brauchen gutes Futter. Und dieses Futter kriege ich durchs Essen, durch Ballaststoffe. Die ernähren sich von Ballaststoffen. Aber wie viel Ballaststoffe sollten wir am Tag essen? 30 Gramm. Auch das mache ich in der Praxis meinen Patienten eben deutlich. Was sind am Tag 30 Gramm Ballaststoffe? Und die meisten schaffen das nicht. Ja? Und das auch wieder über die Jahre gerechnet, macht das nicht nur Verstopfung oder Reizdarm, sondern ich halte einfach meine Vielfalt an guten Darmbakterien nicht in meinem Darm fest, sondern die gehen einfach so wieder raus. Und die schützt, und das ist jetzt ja auch spannend für den Virus, die schützt nicht nur, das ist gerade schön erklärt, die schützt jetzt nicht nur meine Darmschleimhaut, sondern auch meine Nasenschleimhaut, meine Rachen, meine Halsschleimhaut. Das sind alles übers Blut, die ganzen Querverbindungen. Immunsystem sitzt zu 80% im Darm, schult aber das Immunsystem für den ganzen Körper. Das heißt, auch unsere anderen Schleimhäute sind dann sehr, sehr gut geschützt über den Darm. Und wir haben jetzt gerade mal geschwenkt. Wir müssen uns aber bewusst machen, die Ernährung ist heute nicht schön zu reden. Ja? Das wird von sehr, sehr vielen, ich merke das immer wieder, es wird unterschätzt, dass sehr, sehr vieles, was in den Regalen steht, wirklich schädlich ist. Ich sage das mal ziemlich hart, aber da stehe ich auch zu. Ja? Und jetzt hatten wir die Kehrtwende und viele haben sich dann mit der Ernährung die Darmflora erstmal verschoben oder mit Antibiotika, Entschuldigung, wirklich ruiniert. Jetzt haben wir gesagt, da braucht es Probiotika, um das bitteschön wieder aufzubauen. Und jetzt braucht es das gute Futter, hast du gesagt. Es braucht die gute Ernährung, damit die wieder, ich sag mal, aufblüht
und die Vielfalt entwickelt und so weiter und so weiter. Und jetzt mal im positiven Sinne, weil da entscheidet sich das Immunsystem, die gute Ernährung. Was sollen wir denn bitte schön essen? Auf jeden Fall muss mehr Gemüse, Salat, Kräuter, auch Obst, wenn es verträglich ist, auf den Teller. Und das sehe ich eigentlich in jeder Beratung, dass das nicht stimmt. Ja, es gibt so eine Kampagne, die über mehrere Jahre gelaufen ist. Der ein oder andere kennt sie auch, Five a Day. Ja? Wer schafft 3 Portionen Gemüse oder Salat und 2 Portionen Obst am Tag? Und bitte am besten ganze Frucht, das ganze Gemüse, nicht diese vielen Säfte, gerade die Fruchtsäfte, die uns wirklich die Fructoseintoleranz, die Sorbitintoleranz und diese Dinge alle bescheren. Ja, also alles von der Frucht oder von dem Gemüse essen. Und man kann sich das auf dem Teller auch gut vorstellen, einfach die Hälfte auf dem Teller Gemüse oder Salat. Dann habe ich die breite Vielfalt an Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, die ich für meine Gesundheit brauche. Da habe ich ganz viel für mein Immunsystem und meine Abwehrkräfte getan. Du hast da auch immer so schöne Zahlen parat. Gerade bei den sekundären Pflanzenstoffen. Ich finde, das ist unglaublich. Bei den Zahlen. Ja. Ich wollte jetzt, apropos Zahlen, da hatte ich jetzt den Ball aufnehmen wollen. In dem Sinne von den Umfragen, wie du sagst, es gab die Kampagne 5 a Day, 5 Portionen im Schwerpunkt Gemüse und ein bisschen Obst dabei. Und es gab dann halt auch irgendwann mal die Umfrage dazu, wie viele Herrschaften essen das denn in Deutschland? Und das sind keine 20%. Insofern wundert mich aber auch gar nichts mehr da draußen, weil wir schlichtweg gar nicht das essen, was unser Immunsystem braucht. Ja, es sind keine 20%, die dieses ganze Gemüse und das Obst überhaupt zu sich nehmen. Die meisten setzen dann noch den Schwerpunkt bei Obst oder trinken gleich Saft und glauben, das wäre dann gesund. Ist es nicht, diesen Schwerpunkt müssen wir setzen, weil da kommen diese ganzen Vitalstoffe, was wir vorhin schon hatten, das Immunsystem braucht, Mineralstoffe, das Immunsystem braucht, Vitamine und es braucht diese sekundäre Pflanzenstoffe. Das war das, was du gerade meintest, weil das ist eine relativ junge Forschung, schon ein paar Jahre alt. Aber da draußen haben das viele Praktizierende, egal wer auch immer, Praktizierende einfach noch nicht so auf dem Schirm. Ja? Dass wir nur bei den sekundären Pflanzenstoffen von hochgerechnet ungefähr 250.000 reden. Da gibt's, viele kennen noch dieses Beta-Carotin oder Antioxidantien oder dann hat man mal gehört Flavone, Flavonoide und so weiter und so weiter. Aber da reden wir von einer gigantischen Vielfalt an Vitalstoffen, die wir brauchen, um zu funktionieren, bis ins Immunsystem. Aber überhaupt alles hängt da dran. Der komplette Stoffwechsel hängt da dran. Alle Enzyme hängen da dran, dass diese Vitalstoffe kommen und es wird schlichtweg nicht gegessen. Und da muss man was kommen und wie du sagst, Hauptsache Gemüse, rein. Und wie gesagt, am besten saisonal und auch mal überlegen, was esse ich denn an Gemüse? Wenn dann nur Möhren und Äpfel gegessen werden, ja? Es gibt ja diesen schönen Spruch, an apple a day keeps the doctor away. Ja, aber wir brauchen die Vielfalt, weil jede Pflanze, jedes Gemüse, jeder Salat, alle Kräuter, die haben anhand der Farben, wie man das auch erkennen kann, unterschiedliche Wirkungen, was die sekundären Pflanzenstoffe angeht. Ja, die einen wirken antiviral, antimykotisch, antientzündlich, ja, immunmodulierend, krebshemmend und so weiter. Ist ganz spannend, was man sich dazu alles angucken kann. Und das wirkt natürlich auch am besten, wenn ich es aus der Pflanze nutze, weil wir sind über Jahrmillionen dran gewöhnt, das, was wir essen, über den hoffentlich gesunden Verdauungstrakt zu verarbeiten, zu verdauen und uns da, sage ich mal, die Vielfalt auch in guter Bioverfügbarkeit abzuholen, die der Körper für seine Gesundheit und sein Immunsystem braucht. Ne? Und da, wie gesagt, wirklich gucken, dass es möglichst bunt auf dem Teller zugeht, dass wir einfach auch mal verschiedene Gemüsesorten, Kohlsorten und so weiter nutzen. Und fürs Immunsystem natürlich speziell jetzt vielleicht auch mal Vitamin C, dass wir sowas wie zinkhaltige Lebensmittel noch mit einsetzen. Beta-Carotin ist einmal noch so ein Stichwort. Wir haben das auch in unserem Ernährungsratgeber einfach mal zusammengefasst. Damit man da jetzt auch nicht total verwirrt ist und eine schöne Anleitung auf einer Seite hat. Das wäre also jetzt mal hier unsere 80-20-Regel. Und diese grüne Abteilung hier, da steht dann eigentlich, sag ich mal, das, was mehr auf den Teller soll,
dann wären wir auch in einer ausgeglichenen Säure-Basen-Balance. Ja, und bei den 20%, bei den Säurebildnern, da brauchen wir auch keine Angst vorzuhaben, weil es gibt sogenannte gute Säurebildner und es gibt welche, die wir eher meiden sollten. Und da sind wir wieder bei Fastfood, Zucker, Chips, Alkohol, Softdrinks und Co. Ja? Aber wie gesagt, wenn wir das so ein bisschen in ein anderes Verhältnis setzen, dann können wir uns super satt essen. Das Essen schmeckt lecker. Sie können bei uns ganz viele Rezepte auf der Internetseite auch angucken. Und da brauche ich an nichts zu sparen. Also das, da lade ich Sie einfach mal zu ein, das mal auszuprobieren, weil da habe ich nichts, was ich irgendwie vermisse. Da kann ich wirklich tolle Sachen auf den Tisch zaubern. Das ist mal so eine Basis fürs Immunsystem, dass hier einfach was kommt. Und ich hoffe, es ist übergekommen. Es ist gar nicht so schwierig, einfach nur diese Schwerpunkte setzen. Und wir haben auch ganz tolle Rezepte und so weiter und so weiter. Aber nur, dass uns bewusst wird, in erster Linie, der halbe Teller, hast du so schön gesagt, der halbe Teller ist erstmal voller Gemüse. Und das ist frisch und das ist bunt und das ist abwechslungsreich. Das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder merke. Die meisten Herrschaften über die Jahre essen immer das gleiche Obst, immer das gleiche Gemüse. Und die Abwechslung schön da rein. Und da macht Spaß. Aber natürlich haben wir auch immer Sondersituationen im Leben. Ja? Also viel Stress, sei es jetzt mal beruflich, wir sind mal länger krank gewesen, die Erkältung ist gerade im Anmarsch oder wir sind halt viel unterwegs. Und da brauche ich dann vielleicht auch mal eine Ergänzung der Ernährung oder muss einfach mal gucken, wie kriege ich denn einfach für unterwegs auch schnell was Gutes auf den Tisch. Da haben wir ja auch noch was zu bieten und da bin ich also meinem Schwiegervater sehr dankbar, der also durch sein langjähriges Drogistenwissen wirklich tolle Sachen zu vermitteln hat. Da bin ich nach wie vor begeistert und der hat ein tolles Produkt auf den Markt gebracht, die Wurzelkraft. Und das muss man sich auch mal vorstellen, sowas gibt es, finde ich, sonst auch nicht auf dem Markt. Ja, da sind über 100 Pflanzen drin. Das ist ein Feingranulat, wo die Bestandteile einfach nur zerkleinert, ins Glas abgefüllt werden. Und das kann ich löffelweise nutzen, so wie ich es halt im Alltag brauche, wenn ich mich sonst vielleicht mal nicht so gut ernähren will, ernähren kann. Ja? Oder wenn ich vielleicht auch einfach mal lange ausgezehrt war, mich lange nicht gut ernährt habe, dann sind meine Mineralstoffdepots leer. Und die kann ich damit auf ganz natürliche Art und Weise mit einer super Bioverfügbarkeit wieder auffüllen. Also eine geniale Erfindung. Und ist spannend für den Winter, weil selbst wenn wir uns im Winter, und es gibt ja viele, die da sehr bewusst sich schon ernähren, ganz klar, aber das, was vermeintlich frisch im Winter in den Regalen liegt, entweder es kommt vom anderen Ende der Welt oder ist es durchaus schon ein halbes Jahr oder ein Jahr alt und einfach nur gelagert. Ja, es hat nicht mehr so ganz die Qualität. Also das ist die Basis. Die 80-20 ist die Basis der Gesundheit. Wir wollen das hiermit sicherstellen oder einfach sagen, wenn es lange nicht funktioniert hat oder ich unterwegs bin und ich auffüllen muss und so weiter und so weiter, dann wird es spannend, hier mal ein paar Löffel nachzuschieben. Okay. Vielleicht spannend auch hier nochmal fürs Immunsystem. Da sind ja jetzt nicht nur Pflanzen und Kräuter und Gemüse und so weiter drin, wo man natürlich auch wieder reingucken kann. Das eine wirkt antiviral, antimykotisch, antientzündlich und so weiter. Sondern da ist auch ein ganz altes Hausmittel noch mit enthalten, was ich vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Erst seit der Zeit, wo ich halt hier auch tätig bin. Das sind die Blütenpollen. Und die Blütenpollen, das sind ja auch essentielle Aminosäuren. Ein ganz hochwertiges Heilmittel, was ja die Bienen für ihr Jungvolk einsetzen, um sie aufzupäppeln. Ja? Und das haben wir da auch mit drin. Ist also wirklich eine geniale Kombination. Müssen Sie einfach mal probieren. Also ich möchte es im Alltag nicht mehr missen. Ja? Wenn man auf einem Löffel wirklich eine Riesenvielfalt an Gemüse hat, wenn ich das jetzt mal mit einem Apfel vergleiche. Ja? Okay. Ja. Also um das dann nochmal abzurunden. Die Grundernährung muss aber erstmal passen. Das kann keiner ersetzen. Die Grundernährung, die muss bitte mal passen. Wichtig für unsere Darmflora, um den roten Faden wieder aufzunehmen, dass die wieder aufblüht, dass unser Immunsystem wieder in Schwung auch darüber kommt und dass wir unsere Immunabwehr, unsere Abwehrkräfte auch entsprechend da wieder hochfahren. Vielleicht auch ein kleiner Tipp. Wenn wir Sie jetzt begeistert haben und Sie gesagt haben, ich will meine Ernährung umstellen, machen Sie es langsam. Ein Darm, der über 20 Jahre Fastfood gewöhnt ist, der erschreckt sich, wenn da auf einmal eine Riesenmenge an Ballaststoffen kommt. Und dann dreht sich Ihr Darm auf links und Sie sagen, ich bleib lieber bei meinem Weißbrot. Ja? Das machen Sie bitte langsam. Und wenn Sie Rohkost erstmal nicht vertragen, dann erstmal gedünstetes Gemüse.
Lassen Sie Ihrem Körper Zeit, aber Sie werden einen immensen Vorteil haben für Ihre Gesundheit, Leistungsfähigkeit und für ein tolles Immunsystem. Ja. Ja. Wir Wunderbar. Können vielleicht so als Beispiel einfach nochmal ein Rezept bringen. Ja, dass Sie auch sagen, ja Mensch, was kann ich denn machen? Wir haben ein Kochbuch, wo Sie einfach auch mal reinschauen können, dass man sich auch wirklich schnell gute Sachen zubereiten kann. Da habe ich jetzt einfach auch mal ein Beispiel Ihnen mitgebracht. Ah, kulinarisch. Genau. Ne? Also da lohnt es wirklich mal drin zu stöbern oder einfach auf der Internetseite zu gucken. Ansonsten habe ich hier einfach mal unseren Powerbrei als Frühstücksidee mit dazu gebracht, hier heute mitgebracht. Das ist so unser Alltagsfrühstück, oder? Ja, das geht einfach wunderbar schnell. Also ich habe dann, wenn ich zu Hause bin, ich bin ja nur viel unterwegs, wie gesagt, auf vielen Vorträgen, aber wenn ich zu Hause bin, darf ich, sage ich jetzt mal, ich mache es richtig gerne aber auch, darf ich immer Frühstück machen? Das ist unser Morgenstund. Weil wir hatten vorhin gesagt, leere Kohlenhydrate, Zuckermüslis, Nutella-Toast, Entschuldigung, da kommt nichts außer leere, schlechte Kalorien. Und deswegen haben wir unser Morgenstund hier so Buchweizenbrei mit Amaranth, Quinoa, Nüsse, Früchte, alles schon drin. Heiß Wasser drauf, umrühren, fertig. Kommt mir entgegen, das geht sehr schön schnell. Küche bleibt sauber, nur umrühren und fertig ist es schon. Und dann wollen eigentlich fast alle Apfelmus haben, natürlich in einer super Qualität. Und danach wird es individuell. Unser Julius, der will immer Apfel haben. Elena ist dann eigentlich mit Zimt und so weiter ganz zufrieden. Du machst immer deine eigene Mischung, da bin ich dann draußen. Ich liebe dann immer noch Birne und ein bisschen was zu beißen. Und dann kommt immer noch für alle schön Löffelchen Wurzelkraft obendrauf. Was wir noch obendrauf packen, auch ein wertvoller Tipp hier, sind die Omega-3-Fettsäuren. Sind entzündungshemmend und von daher immunstärkend, also unterstützen da auch optimal. Ich glaube, du hast auch was dabei. Zeig's ruhig. Also genau. Ich finde es wunderbar, Entschuldigung, ich finde es wunderbar. Von daher zeigen wir es natürlich auch alles gerne. Das Sahnöl finde ich wirklich super. Das ist jetzt mal ein Algenöl, ne, wo man einfach einen Teelöffel am Tag mit in den Brei noch mit reinrührt und damit eine optimale Menge an den hochwertigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA hat. Ne, der ein oder andere tut vielleicht Leinöl rein. Ne, das ist jetzt noch ein bisschen der Klassiker. Effektiver, ne, wirklich antientzündlich, immunsystemstärkend. Ist eine super Kombination und, was wir eigentlich auch immer noch mit reintun, ein paar Tropfen Vitamin-D-Öl. Ja, in den Wintermonaten. Wer sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, der weiß, wie gerade im Winter es wichtig ist, Vitamin-D zu substituieren. In Ölform, finde ich, kann man das super in so einen Frühstücksbrei mit reintun. Ja. Und da auch nochmal der Tipp, lassen Sie Ihren Status mal testen, den 25 OHD, sodass Sie einfach vielleicht im Herbst schon wissen, wie sieht's aus, weil woher kriegen wir Vitamin D? Normalerweise nur. Eigentlich durch die Sonne. Ja. Und das ist auch mit ein Grund, warum gerade dann im Frühjahr, wenn wir ewig nicht mehr draußen waren, beziehungsweise sie ohnehin nicht die Kraft hatte, und auch nicht die Strahlung hatte, dass wir selber dieses Vitamin D produzieren können. Da ist es ganz, ganz wichtig, das in dem Fall dann wirklich mal zu supplementieren. Können Sie untersuchen lassen? Sollten Sie beim Arzt untersuchen lassen, den 25 OHD-Wert, das ist auch ein bisschen der Speicher, dass wir da gucken, ist definitiv eine Sache, die in erster Linie über Sonnenlicht kommt. Ne? Noch zur Ernährung dazu. Ja, und haben ein super Frühstück und wir haben dann auch das Feedback und das ist sehr, sehr deutlich. Da sind wir natürlich dankbar drum, so viel wie wir unterwegs sind, dass unsere Kinder sehr gesund sind. Ist auffallend. Die haben auch mal einen Infekt, ein, zwei Tage, und dann sind die wieder los. Was ich höre, was die erzählen, wer in der Klasse schon wieder und gleich wieder für zwei Wochen und noch mal für eine Woche und noch mal für zwei Wochen, ist erschreckend. Und da haben wir so ein bisschen unser Feedback, dass die ziemlich fit sind. Das ist dann natürlich auch dankbar. Ja, das ist mal das Power-Frühstück hier. Das ist mal so das Essen. Morgenstund hier und da haben wir was da. Wichtig. Können Sie anfordern, zuschicken, setzen wir Download-Bereich, irgendwas. Meldet euch. Ganz wichtig, auch jetzt noch mal über die Getränke vielleicht ein Wort zu verlieren. Ja. Wie wichtig ist das, in der trockenen Heizungsluft genug Wasser zu trinken? Ja, viele trinken überhaupt kein Wasser. Die ernähren sich von Milch und Kaffee und Alkohol. Ja, Wasser kommt da wenig. Wir bestehen aber zu 80% aus Wasser, von daher muss das auch immer wieder nachgefüllt werden. Dann haben wir auch weniger Kopfschmerzen, sind leistungsfähiger, das Immunsystem freut sich, weil der Stoffwechsel einfach rund läuft. Ja, also 1,5 bis 2 Liter Wasser.
bewirkt immens was für unsere Gesundheit. Und fürs Immunsystem, ganz konkret für die Schleimhäute, müssen wir uns ja bewusst machen, wenn wir da eine gute Immunabwehr haben wollen, müssen sie immer gut durchblutet sein und müssen auch gut durchfeuchtet sein, müssen feucht sein, feuchte Schleimhäute, Nase, überall. Und das haben wir nur, wenn wir genug getrunken haben, gerade, wie du schon sagst, bei der trockenen Heizungsluft. Gerade im Winter ist das hier natürlich auch gerade, Stichwort Corona, die Eintrittspforte. Als erstes setzt sich ja der Virus auf die Schleimhäute und ob er dort Fuß fassen kann, ob er dort eindringen kann. Ja, dazu müssen die Schleimhäute intakt sein, schon vom Darm ausgehend. Und dann aber darüber, dass wir genug trinken. Da dürfen wir uns wirklich bewusst machen, wir haben nachts nur beim Schlafen, was wir gar nicht so bewusst mitkriegen, ungefähr einen halben Liter ausgeschwitzt und abgeatmet. Von daher ist das schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Morgens erstmal ein großes Glas Wasser. Ja, gerne auch zwei, um auch durchzuspülen, ne, damit der Feuchtigkeitshaushalt erstmal passt. Und über den Tag, wie du gesagt hast, 1,5 bis 2 Liter richtig mal schön Wasser trinken. Aber Stichwort Wasser, vielleicht kann man das noch auf Neudeutsch jetzt so ein bisschen aufpimpen, aufwerten im Sinne von Infekt und so weiter, schießt mir gerade der Spruch durch den Kopf, gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Und das ist so ein bisschen unsere Jenschura-Tradition, da kommen wir her. Das ist das Jahrhunderte bewährte Wissen rund um die Kräuter, rund um die Tees. Ja, ist leider völlig in Vergessenheit geraten. Da kann man sich mit guten Erkältungstees und so weiter, seinen Schleimhäuten, seinen Bronchien, richtig etwas Gutes tun. Sehr viele von den Kräutern haben wir auch hier drin, weil sie für alle Schleimhäute auch gut sind. Aber überhaupt einen schönen Tee zu trinken. Hast du zufällig einen Tipp? Tee, so ganz ja allgemein. Gut, es gibt den 7x7-Kräutertee, ne? Der hat 49 einen, Kräuter. Ja. Da kann man auch im Internet sehen, welche Wirkungen die unterschiedlichen Teekräuter haben. Das haben wir im Internet. Ja. Und vielleicht jetzt gerade zur Stärkung des Immunsystems auch noch mal ein bisschen Ingwer in den Tee mit reintun oder morgens mit ins Wasser. Ja, ist also auch Zitronen, eine gute Sache. Das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, war also lange Zeit jetzt auch ausverkauft in den Regalen. Da hat man gemerkt, Mensch, viele nutzen das auch schon. Das finde ich sehr erfreulich. Und was man vielleicht morgens dann auch machen kann, anstelle des Kaffees mal einen grünen Tee trinken. Ja, der macht auch wach. Der hat noch ein paar mehr sekundäre Pflanzenstoffe, die fürs Immunsystem gut sind. Das wären auch noch mal so eine Alternative, die sicherlich hilfreich ist. Ne? Also das Trinken ist wichtig. Ernährung hatten wir. Trinken, ganz, ganz wichtig. 1,5 bis 2 Liter, wichtig für unsere Schleimhäute. Das Ganze kann man nochmal mit Tees sehr schön fördern, mit Zitrone, mit Ingwer und so weiter. Mhm. Und dass wir da richtig gute Getränke haben. Ganz, ganz starker Hebel auch fürs Immunsystem. Und dann brauchen wir aber noch, um wieder einen gedanklichen Übergang zu schaffen, das Gute, was wir jetzt hier gegessen haben, die ganzen Nährstoffe. Und unser Immunsystem ist hier von der Darmflora ausgebildet worden. Ja, das muss ja alles im Körper verteilt werden, transportiert werden. Da muss auch zwischendurch mal wieder aufgeräumt werden. Jede Sekunde zerfallen Millionen Zellen. Also worauf ich hinaus will, ist, dass wir eine gute Durchblutung brauchen. Und das ist auch ein Problem im Winter, weil es ist schlechtes Wetter, es ist kalt und wir hocken da nur noch rum. Es sitzen sowieso sehr, sehr viele beruflich auch sehr viel rum. Und ein Spruch zieht schon Kreise. Sitzen ist das neue Rauchen, weil Sitzen, nur das Sitzen, macht genauso wie das Rauchen, insbesondere unsere Beine, kaputt. Entschuldigung für die Umgangssprache, aber dann hat jeder vielleicht auch ein Bild vor Augen, wie das Rauchen. Die Beine leiden ganz enorm, aber wir haben auch überhaupt eine schlechte Durchblutung. Insofern war auch der Tipp von Doc Esser, Herrschaften, geht raus. Ja, erstens gibt es da draußen Sauerstoff in unserem Körper. Funktioniert alles mit Sauerstoff. Viele sitzen da, haben sowieso schon keine Durchblutung. Das Fenster ist zu, zumal es ja kalt wird. Gerade bei Frauen muss immer das Fenster zu sein. Ja, Hauptsache warm, auch wenn wir hier drin ersticken, egal. Ja, Hauptsache warm, ja. Und da ist totaler Sauerstoffmangel. Der Körper braucht aber Sauerstoff bis ins Immunsystem, weil darüber wird Energie gewonnen. Nur mit Sauerstoff kann ich Energie gewinnen, auch für mein Immunsystem. Ja, wir brauchen Sauerstoff. Und wenn wir uns dann auch noch bewegen, und die Empfehlung ist ganz klar, Herrschaften, gerne 2-mal am Tag für eine halbe Stunde raus an die frische Luft. Und wenn wir dann noch Glück haben, scheint sogar die Sonne so langsam, wir haben jetzt April, hat sie auch wieder
Power. Mhm. Ja. Und dann kommt auch noch Vitamin D, super Booster. Mhm. In dem Sinne, in dem Zusammenhang kann ich auch absolut empfehlen, gerne mal ungeschützt, muss man dazu sagen, weil sobald wir nur die ganz normale Tagescreme drauf haben, ist eigentlich immer Lichtschutzfaktor 10 und dann ist mit Vitamin D vorbei. Mhm. Da kann die Haut nichts mehr produzieren, die Strahlung geht nicht durch, da funktioniert nichts mehr. Also da bitte schauen, dass man vielleicht in der Mittagssonne mal so eine Viertelstunde, nicht braten, nicht rösten, aber eine Viertelstunde schön sonnenbaden, das macht Vitamin D. Ja? Mhm. Unbedingt genießen. Also raus für eine gute Durchblutung. Ja? Und für Sauerstoff. Hat sich bewährt fürs Immunsystem. Was sich auch sehr bewährt hat, ist regelmäßiger Sport, regelmäßiges Training, den Körper mal zu belasten. Und dieses Belasten, dieses Trainieren, ist überhaupt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für unser Immunsystem. Ich vergleiche da ganz gern unser Immunsystem wie mit einem Muskel oder wie mit einem Knochen. Ja, wir haben gerade gesprochen über die gute Ernährung. Also mein Muskel, mein Knochen, aber auch mein Immunsystem, die brauchen Material. Aber nur weil ich das jetzt gegessen habe, wächst dort kein Muskel und dort wird auch kein Knochen stabiler. Ganz im Gegenteil, wenn ich nichts tue, so wie beim Gipsbein, nur dass Sie ein Bild im Kopf haben, beim Gipsbein, da wird einfach nicht trainiert, nicht belastet, gar nichts gemacht und dann baut das auch alles ab. Egal wie gut die Ernährung ist, der Knochen heilt ganz schlecht und nach ein paar Wochen Gipsbein ist dann auch vom Muskelsehnenbändern nichts mehr übrig. Und genau das passiert über den Winter ohne Training auch mit dem Immunsystem. Drinnen ist es immer schön kuschelig warm, wir ziehen uns warm an, gehen ins Auto, drehen die Heizungen alle schön hoch, gehen eben ins Büro und so weiter und so weiter. Gehen nicht spazieren, dass da mal Kälte kommt. Kälte ist ein wunderbarer Reiz. Vielleicht haben Sie schon mal gehört auch von Pfarrer Kneipp, der Wasserdoktor. Diese Kälte, diese Luft, dieses auch dann kaltes Wasser. Kneipp hatte ein schwaches Immunsystem. Das ist so ein bisschen seine eigene Geschichte. So ist er auch selber drauf gekommen und hat dann gesagt, okay, ja, bevor ich mich jetzt hier einschließe und den Rest von meinem Immunsystem mangels Training verliere, will ich mein Immunsystem mal so ein bisschen pushen. Genau. Vielleicht für die Bewegung auch noch ein schöner Praxistipp, weil viele wissen gar nicht, wie viel sie sich bewegen, sich einfach mal so eine Uhr zu besorgen. Ein super Tipp. Ja, 10.000 Schritte am Tag, die meisten haben keine Ahnung. Das wäre mal so das erste Ziel, um es zu erreichen, ja, dass sie mehr spazieren gehen. Dann natürlich ganz wichtig, sich ein gutes Fitnessstudio oder da einfach hinzugehen, sich beraten zu lassen, damit man nicht falsch trainiert. Ja. Und ansonsten kann man auch zu Hause was machen, aber wichtig ist wirklich, das Ganzkörpertraining da auch mit einzubeziehen und regelmäßig einfach Bewegung in den Alltag mit einfließen zu lassen. Und was du gerade zu Pfarrer Kneipp gesagt hast, da haben wir ja auch noch ein paar Tipps, wie wir unser Immunsystem stärken können, indem wir eben auch sagen, wir härten uns mal mit der Sauna oder mit dem Dampfbad ab. Oder wir machen mal Wechselduschen, auch ganz wichtig, vielleicht nicht nur heiß zu duschen, sondern nachher eben dann auch mal kalt. Ja. Nur noch Warmduscher hier. Ja, genau. Ja. Kalt duschen, sonst schläft das Immunsystem ein. An die frische Luft und kalt duschen mal. Und nach der Sauna auch ins kalte Wasser. Genau, ja, ist eine auch Überwindung, das. Nicht nur in die Sauna, aber auch kalt. Darüber setze ich Reize für das Immunsystem, damit sich das auch immer wieder anpasst an neue Gegebenheiten und da auch einfach die basische Körperpflege noch mit einzusetzen, das heißt mal basische Fußbäder oder Vollbäder zu machen, um auch das, was vielleicht an Säuren und Schadstoffen zu viel im Körper ist, besser ausscheiden zu können. Also das ist einfach eine tolle Sache, die man nebenbei, ja, beim Fernsehen gucken, im Moment im Homeoffice, ja, die Fußbadewanne unter den Tisch zu stellen. Gucken Sie einfach mal, wie Sie arbeiten, wenn Sie gleichzeitig ihre Füße auch im Fußbad haben, weil aus der Naturheilkunde wissen wir, die Füße sind die Hilfsnieren. Ja. Das ist schon mal wichtig, dass ich damit auch mein wichtiges Stoffwechselorgan, die Niere, unterstützen kann. Das wäre also auch noch mal so ein Tipp. Und ansonsten gibt es... Ja, bei Kneipp waren die noch nicht so übersäuert. Der Pfarrer Kneipp hat immer überhaupt die Wasser und dann das Wickeln, die Auflagen, das Feuchte, das Nasse empfohlen, um den Stoffwechsel schon mal anzuregen, das Immunsystem zu trainieren, dann auch über die Temperatur, über die Kälte. Aber bei Kneipp waren die noch nicht so übersäuert.
Wir haben vorhin über die Ernährung gesprochen und das muss auch alles raus. Und du sagst gerade schon, die Nieren bei vielen Herrschaften, und das ist auch bekannt, über die Jahre nimmt die Nierenkapazität immer weiter ab. Einerseits, weil wir schlichtweg nicht essen, was die Nieren bräuchten, um zu funktionieren. Das sind nämlich Enzyme, die brauchen Vitalstoffe. Dann können meine Nieren funktionieren. Wir essen es nicht, haben wir gar keine Chance. Auch unsere Leber hat keine Chance, da vernünftig zu entgiften. Die Nieren können nicht entsäuern, weil sie nicht vernünftig ernährt werden. Und bei immer mehr Herrschaften wird dann auch schon die Haut als Ausscheidungsorgan für Säuren, die ja auch unser Immunsystem belasten. Wir hatten das vorhin beim Fastfood, das, was im Körper drin ist, was Fremdstoffe sind. Oder jetzt alleine vom ganzen Rumsitzen, Sitzen ist das neue Rauchen. Dann kristallisiert die Harnsäure aus. Im großen C nennt sich dann Gicht. Das sind Fremdstoffe für den Körper, das löst entzündliche Prozesse aus und kostet mich enorm Immunkraft. Und das Basische holt es einfach raus, Fußbäder hast du gesagt, Vollbäder hast du gesagt, ich kann meine Nieren wickeln, ich kann meine Leber wickeln. Und was jetzt spannend ist für Corona oder gerade hier Erkältung und alles, wäre dann zum Beispiel ein Halswickel. Ne? Den kann ich auch basisch trinken. Ja, der wird kurz eingelegt in eine Lauge und danach kann ich das wieder rausnehmen. Mhm. Dieses Stück wird dann einfach eingelegt. So ein Innenteil einfach einlegen. Dann gut auswringen. Das lege ich mir dann um den Hals und dann geht es hier trocken weiter, ist schön warm, damit kann ich rumlaufen, damit kann ich nachts ins Bett gehen. Ja, das sind einfach so Tipps, die man bei Grippe und Co. Sehr gut nutzen kann. Auch bei Mandelentzündung, sehr schöne Rückmeldung auf den Halswickel. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, basisch zu gurgeln. Das wäre auch noch eine Idee. Super. Ja, einfach morgens, bevor ich losgehe, einfach merke, der Hals kratzt ein bisschen, eine Prise, meine Base mit rein, gurgeln. Ja, da könnte ich super. Jetzt auch noch unser Miravera-Spray mit reinsprühen. Da sagst du, was du. Weil das hat auch eine antivirale Wirkung, einmal über den Sauerstoff, der da drin ist und über die verschiedenen ätherischen Öle, die daran enthalten sind. Das ist so die Superkombi, jetzt vielleicht gerade so als Tipp in der Viruszeit, ja, also das lindert halt unheimlich gut auch Kratzen oder Entzündungen im Rachenbereich. Mhm. Das ist doch nochmal eine schöne Erfindung. Ja, die antiviralen Kräuter, mit denen wir auch immer wieder arbeiten und hier die antiviralen ätherischen Öle zusammen. Und das ist vielen, ich denke mal gerade älteren Herrschaften mit Sicherheit noch bekannt, Wasserstoffperoxid, H2O2, wurde auch früher immer zur Wunddesinfektion, bevor dann das Jod kam, wurde immer mit H2O2 desinfiziert, ist auch ab einem gewissen Prozentsatz dann wirklich sogar Virozid, aber erstmal auf jeden Fall antiviral und Alkohol sowieso. Das heißt, das ist eine Geschichte. Das basische Gurgeln, das basische ist schon mal sehr gut. Auch wenn es aus einem etwas anderen Zusammenhang kommt. Aber es gab schon einen Nobelpreis für Dr. Otto Warburg, dass keine Krankheit im basischen Milieu existieren kann, nicht einmal Krebs. Also der Säure-Basen-Haushalt hat Tragweite. Wir sind jetzt hier im Immunsystem, aber für Viren, Bakterien, Pilze ist es für ätherische Öle, für H2O2, für Alkohol und für das Basische genauso bekannt, dass sie das, sage ich mal, Entschuldigung, nicht mögen. Ja, von daher ist das einfach nochmal, wir versuchen möglichst viele Hebel anzusetzen, weil es ist jetzt auch nicht, dass wenn ich sage, Mensch, ich trinke jetzt den Ingwertee und die Welt ist in Ordnung, ich nehme hier so ein Löffelchen und die Welt ist in Ordnung. Nein, es ist wirklich diese Gesamtheit, dass die Darmflora passt, dass wir uns gut ernähren und dann setzen wir speziell die Hebel an, gehen speziell spazieren, gucken auf Vitamin D, gucken auf Vitamin C, gucken auf die Fettsäuren, auf das Omega-3, was wichtig ist, gucken auf die Vitalstoffe. Aber hier ist wichtig, dass die Vielfalt kommt, nicht nur die einzelnen. Viele gehen immer, jetzt setze ich hier einen Hebel an. Das hat es damals gegeben mit dem Beta-Carotin in der Krebsstudie. Und die ist voll nach hinten losgegangen, weil die haben in diesem Uhrwerk Mensch einen einzigen Hebel angesetzt und das Uhrwerk an sich ist durchgedreht. Ja, wirklich ganzheitlich denken und möglichst viele Hebel, auch alleine das Trinken ist so wichtig. Von mir aus noch Luftbefeuchter, aber Entschuldigung, jetzt fassen wir schon alles Mögliche zusammen. Aber wichtig, um es nochmal zu betonen, dieses
dieses Training halt auch zwischendrin. Ich muss es trainieren. Ja, oder was ja jetzt vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, wenn es dann dazu gekommen ist, dass ich merke, oh, Erkältung ist im Anmarsch, Halskratzen ist da, die Nase läuft, was kann ich denn jetzt machen, ja, dass ich doch merke, der Infekt hat mich erwischt. Da kann ich vielleicht aus der Praxis noch erzählen, was wir gerne dann mit Erfolg eingesetzt haben, sind hochdosierte Vitamin-C-Infusionen. Ja, so viel Vitamin-C kriege ich einfach über bestimmte Präparate gar nicht unbedingt in den Körper rein. Da kann man dann wirklich mal hochdosiert und antientzündlich drangehen. Und was ich zum Beispiel auch gerade, wenn die Erkältung beginnt, super zu Hause machen kann, was ich vor 20 Jahren nicht gedacht hätte, dass ich das jetzt vor der Kamera mal erzähle. Aber man sagt ja immer, das Gute kommt zum Schluss. Ja, du kannst ja mal das schöne Gerät da aus der Ecke hervorholen. Ist das fein. Ja, ist einfach mal einen Einlauf machen. Reißt du mir schon aus der Hand. Also meine Oma hat das sicherlich immer noch ganz normal, regelmäßig benutzt. Ja. Ich habe einen Schrecken vor 20 Jahren bekommen, als es hieß, so, das haben wir jetzt hier auch im Angebot. Das war das Vorstellungsgespräch bei Jens Schurer. Ja, genau. mittlerweile möchte ich es nicht mehr missen und ich lade Sie auch dazu ein, kaufen Sie sich so ein Gerät. Sie kriegen bei uns auch einen gratis Flyer dazu, damit Sie einfach mal sehen, wie funktioniert das. Ich wusste es vorher nicht. Es lohnt sich und wir haben tolle Erfahrungen, was Fiebersenkung angeht. Ja. Die Halsschmerzen gehen weg, die Nase ist wieder frei, gerade zu Beginn. Und da kommen wir natürlich auch in den Bereich rein, dass wir sagen, der Mensch funktioniert ganzheitlich. Ja? Weil was passiert, wenn ich eine Erkältung bekomme? Überlegen Sie sich das selber mal. Dann habe ich einen Stau im Darm. Häufig habe ich dann keine Verdauung mehr. Ja? Und wenn ich diesen Stau löse, ich sag mal einen Korken, dann geht es mir also wieder besser. Und das können Sie einfach mal für sich auch austesten, wenn Sie dazu Lust haben, ne, das einfach mal auszuprobieren, weil das bringt auch gerade zu Beginn der Erkältungszeit unheimlich viel. Ja? Super Erfahrung, von daher kann ich da live berichten, brauchst du gar nicht wegzupacken. Es ist wirklich mit den eigenen Kindern, weil da war, so lange wie man das nicht kennt, man muss sich da hier und vor dem Kleinen überhaupt gar keine weiteren Gedanken drüber machen. Mit Kindern super, mit unseren beiden Kleinen, als sie ganz klein war, in der Badewanne einfach Beinchen hoch, rein, ein bisschen laufen lassen, drücken automatisch gegen. Und genau was du sagst, mit Fieber und mit allem, ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich weiß das auch von meiner Oma, wo du das gerade so gesagt hast. Die haben das früher, in dem Sinne, in dem Moment, wo irgendwie Kratzen im Hals, Temperatur stieg und sonst wie was. Und durch Fieber schwitzt man ja viel aus. Das holt der Körper sich dann aus dem ganzen Darminhalt, aus den Flüssigkeiten. Und dann habe ich da den Stau, dann habe ich die Verstopfung. Die haben früher bei Grippe und Erkältung immer sofort als erstes einen Einlauf gemacht, dass dort keine Rückvergiftung stattfindet und dass ich dann mein Immunsystem wirklich auf meinen Körper, auf den Virus, auf den Infekt konzentrieren kann und nicht mit diesem Stau, wie du sagst, mit diesem Stau beschäftigt ist. Die Vorteile sind genial und die Rückmeldung auch entsprechend. Am Anfang heikles Thema, gar keine Frage, aber die Vorteile, entsprechend die Rückmeldung, genial. Und ansonsten, wie gesagt, die intensivere Form des Einlaufes wäre halt die Kolonhydrotherapie. Ja. Auch spannend, sowas mal erlebt zu haben. Und was Sie natürlich auch super, vielleicht gerade in dieser ruhigen Zeit sich mal überlegen können, was auch mittlerweile wissenschaftlich erforscht ist, Fasten hat eine absolut immunstärkende Wirkung. Ja? Auch dazu kriegen Sie bei uns einen Flyer, wo Sie verschiedene Kuren mal sich angucken können, vom reinen Fasten bis hin zu 80-20 oder mal in Richtung vegan, den Körper, den Darm zu entlasten. Und das ist ja nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen sogar schon durch das 16:8 Fasten möglich. Eine richtig tolle, sag ich mal, Darmentlastung schaffe ich schon, wenn ich 16 Stunden nichts esse. Ja? Und das kann man im Alltag super durchführen, vielleicht auch einfach mal ausprobieren, weil das sind alles so Dinge, die ich super im Alltag umsetzen kann. Und da kann ich mir überlegen, was passt zu mir, womit starte ich da gerne mal. Ja. Ja. Ich greife das Wort starten mal auf. Wir starten den Tag mit einem guten Frühstück. Nein, wir starten mit einem großen Glas Wasser. Ja. Wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen, oder? Ja, vielleicht dann könnten fällt uns wir, dann immer noch was dann ein. Könnten wir gut eben so ein Frühstücksbrei als tolles, vielseitiges Frühstück mit dran setzen. Und wenn man das mal mit einem Marmeladentoast vergleicht, habe ich da eine ganz
andere Vielfalt auf dem Teller. Mittags einen großen Salat, vielleicht mal mit Avocado, mit Nüssen, mit Kernen, mit Hähnchen oder Käse. Ja, und abends vielleicht auch eher mal eine Suppe, einen Eintopf, gedünstetes Gemüse. Minestrone. Ja. Und da einfach mal schauen, wenn man das mal ausprobiert und seine Ernährungsgewohnheiten so ein bisschen verändert, wie fühle ich mich? Ja, fühle ich mich fitter, ausgeruhter, habe ich bessere Laune? Und was ganz wichtig ist, was passiert mit meinem Immunsystem? Deswegen sind wir ja heute hier zusammengekommen und wir hoffen einfach, dass wir Ihnen da einiges an Tipps, gerade auch für den Alltag, geben können. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit vielleicht auch, um über das Thema eigene Lebensweise mal nachzudenken. Und eigentlich können wir auch selber, wir brauchen nicht abwarten, bis diese Zeit vorbei ist, sondern wir können jeden Tag mit dem, was wir uns in der Küche zubereiten, gucken, dass wir uns stärken, dass wir uns was Gutes tun und damit kommen wir mit positiven Gedanken und einfach mit, sag ich mal, gestärkt und gekräftigt durch diese Zeit, haben wenig Angst, sind einfach gut gewappnet gegen alles, was von außen so auf uns einströmt. Und das ist mir persönlich wichtig, dass Sie sich positive Gedanken machen und einfach auch selber was zu Hause bewirken können. Ja, ich kann das jetzt nur so ähnlich zusammenfassen. Wir werden früher oder später mit irgendeinem Virus in Kontakt kommen. Und das Immunsystem wird entscheiden, was dann passiert. Wir wollten deutlich machen, dass wir wesentlich Einfluss nehmen können, wir eigentlich definitiv entscheiden, was da dann passiert, weil wir unser Immunsystem, wir haben es, genauso wie ein Säure-Basen-Haushalt, ist die Frage, was wir daraus machen mit guter Ernährung, mit Training, auch fürs Immunsystem und dass wir es auch mal entlasten, basische Körperpflege, vielleicht mal im Frühjahr eine Reinigungskur. In der Osterzeit war das immer so, da wurde gefastet, da wurde gereinigt. Einfach den Körper auch wirklich mal sauber machen, auch zwischendurch mal ganz, ganz wichtig. Sonst ist das Immunsystem die ganze Zeit auch dort mit beschäftigt. Ne? Also das ist auch ein starker Hebel fürs Immunsystem, wenn wir mal eine Entsäuerung, eine Entschlackungskur machen. Und unterm Strich machen wir uns mit diesen Dingen, die früher fast eine Selbstverständlichkeit waren, weil wir gar nicht anders konnten, als uns gesund zu ernähren. Wir konnten gar nicht anders, als uns ständig draußen zu bewegen, ständig anzupacken, zu trainieren. Und wenn das Wetter schlecht war, dann mussten wir trotzdem raus. Und da hatten wir dieses Training auch fürs Immunsystem. Das war früher alles selbstverständlich. Heute ist das Leben leider zu bequem und speziell mit Geschmacksverstärkern zu lecker, um gesund zu bleiben. Und das wollten wir bewusst machen, dass eigentlich mit einem schönen Frühstück, mit Wasser trinken, Tee trinken, mit einem Spaziergang, mit einem Fußbad, mit so vielen einfachen Dingen schon funktioniert, schon sehr viel besser funktioniert. Und vielleicht ich habe noch einen kleinen Tipp. Auf jeden Fall. Ja. Das mache ich auch in meinen Azubi-Workshops, einfach mal im Supermarkt die Zutatenlisten angucken. Und wer sich da nicht auskennt, der holt sich jemand, um diese Zutatenlisten lesen zu können, weil dann sehe ich, wie viel Zucker, wie viel Fett und so weiter ich tagtäglich esse. Ja? Und damit kann ich auch erkennen, was tut mir gut und was lasse ich lieber im Regal stehen. Die Werbung hat uns leider total im Griff. Die Marketingstrategien, die sind so massiv, ja, dass wir eben schnell auch zu ungesunden Dingen greifen und vielleicht aber auch so gar nicht bewusst ist. Wenn wir einen ganz anderen Bereich im Arbeitsfeld haben, ja, hatte ich letztens eine Autowerkstatt, die waren wirklich erschüttert, als ich da mal ein bisschen erzählt habe, was sie sich ihrem Körper da jeden Tag zumuten. Und das würden die in ihre Autos niemals reinkippen, die in sich selber reinstopfen. Entschuldigung. Ja. Ja. Und der Spruch, aber Sie wissen es nicht. Du bist, was du isst, ja, der ist nach wie vor, hat der seine Berechtigung. Und in diesem Sinne, wir können da was dran ändern. Wir wollen aber weiterhin auch Freude und Genuss beim Essen haben. Und wir hoffen, dass wir Sie da so ein bisschen unterstützen können, dass wir Ihnen aber auch Lust gemacht haben, mal was Neues auszuprobieren und für sich selber zu erleben, was Sie dann für ein Bauchgefühl haben und wie es Ihnen damit geht. Mhm. Und in diesem Sinne, alles Gute für Ihre Gesundheit. Für Ihr Immunsystem und bleiben Sie gesund, bleiben Sie basisch Ja. und wenn Sie noch weitere Informationen wollen,
schreiben Sie uns, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir schicken Ihnen Infos und hier und Auszüge von pflanzlichen Virenkillern, die wir alle in Berücksichtigung haben. Und wo man dann nochmal speziell mit Tees und allem hinterher gucken kann. Wir sind da gerne für Sie da. Und bleiben Sie basisch.